Hallo zusammen. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht richtig. Ich hab's gemacht, ich hab's gekauft, ich wollte es ausprobieren. Ich habe noch nie ein Sims-Spiel besessen. So viel sei gesagt. Ich hatte neulich da schon Lust drauf, als ich die ersten Bilder gesehen habe und dank Quantum und auch dank dem Dalukat habe ich da jetzt mich entschlossen, auch meine spezielle WG zu gründen. Ich habe die auch schon fertig gemacht. Ich wollte nämlich nicht zu viel Zeit in der Charaktererstellung verlieren. Ich habe die Alltagsklamotten, die seht ihr hier immer angezeigt, die habe ich, ja, handpicked, also die habe ich selber so gemacht, wie ich denke, es passt am besten. Dann haben wir noch Abendkleidung, Sportkleidung, Schlafanzüge, Ausgekleidung, sowas hier. Okay, das habe ich auch jetzt gemacht, aber der Rest, der ist, den habe ich jetzt einfach mal gelassen, das ist mir nämlich Schnurzpiepe. Und es wird eine Dreier-Männer-WG. Nein, es ist keine Schwulenkiste, obwohl das völlig in Ordnung wäre, aber ich sag mal so, das sind drei Leidensgenossen. Die probieren mal, ob sie zusammenleben können. Das hier sind die... Ja, das gucken wir uns nochmal an. Das ist die Persönlichkeit. Ich habe für ihn hier... Oh. Nein. Entschuldigung. Der bekommt natürlich noch einen anderen Namen. So. Und er hat die Haupt... Ja, sein Hauptziel ist Meisterkoch. Dem ordnen sich alle anderen unter. Und das sind noch so Charaktereigenschaften. Das ist wahnsinnig. Das ist Einzelgänger. Er kann nicht gut so mit anderen. Und düster. Ja. Warum, werdet ihr noch sehen. Ich wähle hier für alle jungen Erwachsenen. Also man kann die kleinen machen, ne? Und dann auch schon alt und gebrechlich. Ich habe nur, ja, habe ich gesagt, nur Männer in der WG. Und ja... Das ist Nummer 1. Das hier ist Nummer 2. Hier, ich gehe auch nochmal die Eigenschaften durch. Er ist, er möchte ein berühmter Verbrecher werden, sage ich einfach mal so. Er ist sehr klug, also ein Genie, kreativ und böse. Ja? Mhm. Und das hier, mein Liebling. Ja? Clown-Kostüme hatten sie leider nicht. Aber als kleine Anlehnung hier. Die Hoppel-Poppel-Pantoffeln. Ja, er ist eigentlich Freund der Welt, sehr gesellig und da auch hier, glaube ich. Ja. Mag es viele Leute um sich zu haben. Aber ist dabei auch böse und ein bisschen bekloppt einfach. Ja. Sehr speziell konnte ich in den jeweiligen Präferenzen dieser drei Leute nicht werden. Ich glaube, das gibt das Spiel nicht her. Wir werden mal sehen, inwieweit Haushalt speichern. Ah, ist das nicht ein wunderschönes Bild? Machen wir noch eins. Ja. Ah, sehr verspielt. Ja, die verstehen sich, die Jungs. Nein, kommt. Gib mir alles. Ja, das ist schon besser. Beschreibung. Kann ich das? Ja. Gut. Jeder hat seinen eigenen Namen. Ich weiß jetzt nicht, was an der Türklingel steht. Das ist ja auch eigentlich egal. Haushalt in meiner Bibliothek speichern. Das mache ich jetzt mal. Ich hatte nämlich gerade alle drei schon mal angelegt. Hatte das nur hier oben gespeichert und wohl nicht in der Bibliothek. Und ja, was soll ich sagen, dann war es weg. Wir gehen mal rein. Ja, komm. So, das ist ein bisschen anders wohl als in den anderen Sims-Spielen. Das kann ich eigentlich nur vom Hörensagen beurteilen, dass dieses Ladezeichen wohl öfter erscheinen wird. So, gucken wir uns erstmal um. Wir sind hier in Willow Creek. Okay. Das ist... Ist das so eine Art Disco oder was? Das ist Fitnessstudio, Bibliothek.
Und hier werden wir uns auf jeden Fall einrichten. Wir haben 24.000 Sim, ich weiß nicht, Sim-Dollar, heißt das Sim-Dollar? Ich nenne einfach Dollar, ich nenne es Dollar. Ist mir zu albern sonst. Jo, und die drei netten Jungs ziehen ein. Ich bin gespannt, wie es wird. Keine Ahnung. Wow. Und dann gehen wir direkt nochmal in die Optionen. Warum ist es... Kann ich sogar die Musik einstellen, aber warum ist es so laut? So. So. Hallo, ihr drei. So, Kamera... Ach, er ist direkt... Nein. Wir holen jetzt nicht direkt alle ihr Smartphone raus. Das hatten die doch damals noch gar nicht. Ich würde sagen, ich pausiere das mal. Und dann fangen wir mal mit dem Bauen an, von dem ich nicht weiß, wie es funktioniert. So, Baumodus. Also, ich kann mir hier leere Zimmer bauen. Ich kann aber auch vorgefertigte nehmen. Das werde ich auch machen. Ich glaube einfach, dass das schneller geht. Was brauchen wir am Anfang? Ich würde sagen, wir brauchen am Anfang ein Wohnzimmer, wenn man hier reinkommt. Ich hatte das mal kurz ausprobiert. Das ist mir jetzt viel zu klein. Wir müssen ja auch sehen, dass es drei Leute sind. Nein. Ich sage dazu, diese Leute hat es irgendwie mal vielleicht gegeben. Und da die schon etwas älter wären, wenn sie noch lebten, kann ich sagen, dass damals der Stil, der Einrichtungsstil etwas anders war. Und deshalb mache ich das jetzt hier in diesen braunen und Kacktönen. Wo haben wir denn da den Eingang? Bamski. Nein. Ja, das ist schon mal gut. Tür ist da. Ich mache das mit der rechten Maustaste gedrückt, halte ich gedrückt und dann bewege ich die Maus, um zu drehen. Und mit der linken ist das verschiebe ich. So, was brauche ich? Ich würde versuchen, mir einen Flur zu bäuern. Das ist schon mal schlecht. Weil hier, ich habe die Wand ausgewählt und nicht den Raum. Bam. Ich weiß nicht, ob das sich rechnet oder ob ich da schon wieder verkackt habe. Kacken müssen sie. Da kriegen die aber ein schäbiges Bad. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Auch wieder in braun, oder? Blau? Weiß. Ich finde, es sehen alle scheiße aus. Und ich mag diese Fliesen nicht. Aber ich finde, das ist zu dunkel, oder? Vielleicht kann ich da noch was hinhängen, dann wirkt es ein bisschen freundlicher. Ich mache das mal in weiß. Eine Tür haben wir da. Wie drehe ich? That is the question. So wahrscheinlich. Is there the door? Yes. Nice. Schön. Im Anfang oder am Anfang brauchen wir auch eigentlich nicht mehr als Wohnzimmer, Flur und Schlafzimmer. Oh. Küche. Ups. wie viel habe ich noch? 15.000. So, das kostet 4. Das kostet 7. Das kostet 2, 3. Schlafzimmer. Kamera, ja, das ist toll. Sollte ich das Schlafzimmer selbst bauen? Weil die brauchen drei Betten. Ich will die nicht in ein Doppelbett verfrachten. Die sind gestört genug. Die brauchen nicht noch mehr Crap um sie rum.
Das passt vom Boden her. Zum Bad. Sieht aber schwer scheiße aus, muss ich dazu sagen. Das sieht besser aus. Ich kann auch, das haben die Amerikaner ja oft, die haben ein riesen Wohnzimmer und da ist die Küche dann integriert irgendwie so hinter so einer Durchreiche oder so einer Theke. Aber das hat eine extra Tür. Ich weiß nicht, ob mir das überhaupt gefällt. Ja, was mache ich? Ich glaube, ich beiße. Und zwar in den ziemlich sauren Apfel. Ja, zum Beispiel fände ich ein Tool cool, was mich nicht immer unterbricht. Ja, ich probiere das jetzt. Ist doch richtig, oder? Ist es richtig? Nein, hier ist doch die Tür, oder? Yes. Und ich hab's verkackt. Oder? Ja. Natürlich. Wie kommen die da jetzt rein? Kann ich das rückgängig machen? Wählen. Pipette. Vorschlagkammer. Thank you. Also ich sollte es nicht wirklich setzen und dann einfach abhauen, sondern ich sollte so. Na? Da haben wir jetzt Klo und Küche direkt nebeneinander. Es ist nicht schön. Ich weiß das. Aber selten. Und dann machen wir jetzt den Flur. Verlängern wir noch um ein klitzekleines Stück. Und das ist jetzt eine Art... Oh, Kacke. Ich muss den also am Anfang direkt durchgehend bauen, sonst habe ich hier diese... Na, ist egal. Es ist doch egal. Hier ist übrigens eine Wand. Da muss ich mal eine Tür reinsetzen. Objekte nach Funktion. Türen. 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 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer. Kinderzimmer, Büro, draußen. I want a door. Verschiedenes. Nee. Ja, was bringt mir dieses Gang-Tool, wenn ich in den Gang keine Tür setzen kann? Stile. Das ist mir total lax. Ach komm. Was haben wir hier? Stock runter, Stock rauf. Was? Okay. Ich würde gerne jetzt... Zack. So! Schweine. Schlichte Tür mit einem Paneel. Das ist ja toll. Also entweder hängt die auf der einen oder auf der anderen Seite. Machen wir es so. Jau! Ah nein! Nein! Ich depperter Depp.
Wir brauchen ja hier eine Doppeltür. Das ist der... Das machen wir so. Einfach weil es cool ist. Da ist jetzt der Mini-Flur des Todes. Der, ja. Egal. Was brauchen wir noch? Du nervst. Ich will keine Türen mehr haben. Yes. Hä? Weg damit. So. Jetzt machen wir mit der letzten Kohle unser Schlafzimmer. Was großzügig ausfällt, denn es sind halt drei. Und Männer brauchen ihren Platz. Das ist logisch. Ich brauche auch Boden mal. Das ist alles nur roh. Das ist gar nicht verputzt. Hier auch nicht. Oh, oh, oh. Ob das so klug war. Nein. So. Wir brauchen Badezimmer, Schlafzimmer. Wir fangen mit Betten an. Da kriegt jeder sein unbequem für Erwachsene, okay. Unwohl. Teenie-Träume. Ich habe aber nicht viel Geld. Ich riskiere das mit dem Bett. What? Ich habe die Größe des Bettes unterschätzt. Ja. Naja, gut. Wenigstens brauchen wir keine großen Kleiderschränke. Da werden wir noch mal, hier kann man Farben auswählen. Was sieht denn so richtig scheiße aus? Ja, das ist gut. So, ein Spiegel brauchen wir. Die müssen sich auch angucken, die guten. Obwohl, es wahrscheinlich besser, wenn nicht. Kann ich den... Ja, oh, stylisch. Das finde ich gut. Zack, schön auch Platz verschwendet. Was brauchen wir noch? Licht? Brauchen die Licht? Ich glaube... ist das... Wandlampe für Kinder? Ah, jetzt sieht man dadurch in die Küche. Das ist natürlich kacke. Na? Warum? Verstehe ich nicht. Ja, muss ja nicht alles verstehen, aber die Wand ist doch, ich meine, die ist jetzt hier tief. Man sieht jetzt nur den Sockel, sag ich mal, aber die ist doch da, oder nicht? Die ist doch da. Die ist da, so. Gibt es hier gar keine Deckenlampen? So. So immer im Bett und dann kommt da auch noch eine hin und dann muss das aber auch reichen hier. Will ja nicht hier alles überbeleuchten. So. Den machen wir mal richtig schön steril. Den Flur, was ist... Zack. Zack.
Ach so, da kann ich wahrscheinlich nicht, weil die Tür in die Richtung aufgeht. Alles klar. So, Wände haben wir. Kommode, Beistelltische brauchen wir nicht, da ist drauf geschissen. Uhren, das mache ich alles später. Ah, ich sehe was, was gar nicht so unwichtig ist. Wie Fensterbehänge, ich brauche erstmal ein Fenster. Oh, wie kriege ich denn ein Fenster? Ah! Oktofenster. Ach, die sind aber alle gleich teuer hier, ne? Die... Ich finde das eigentlich sehr schön. Und deshalb mache ich das jetzt auch. Ich habe ja keine Ahnung, wie groß die Sims jetzt hier sind. Oh. Ich sollte mich an der Tür orientieren. Ja, so. Zack. Gar nicht so scheiße. Nee. Nee, komm. Muss schon so. Hab ich das jetzt? Natürlich versetzt. Naja. Es ist meine allererste Sim-Hütte. Wir machen das mal jetzt einigermaßen gleichmäßig. Ich finde die Fenster ja gut. Den Flur machen wir auch total geil. Und wahrscheinlich setze ich jetzt die Fenster auf die Lampen. Ja. Da brauchen wir nichts. Da machen wir so eins. Damit einfach der Duft abziehen kann. Hier brauchen wir aber noch. Ist das geil. Ich würde da einziehen. 8600. Machen wir mal ein größeres Fenster. Wir haben es doch. Nee. Machen wir was Richtiges hier. Yes! Ah, komm, also... Kack drauf. Ich weiß, ich verballer gerade Geld ohne Ende, aber was soll's. Und ich bin schon bei 23 Minuten. Das ist gar nicht so gut, glaube ich. Also ich habe jetzt... einen schmucklosen Flur. Ich habe ein schmuckloses Haus vor allen Dingen. Aber ich würde sagen, ich werde da ja nachbessern nach und nach. Ich muss auch erstmal mit der Steuerung hier klarkommen. So, Gardinen machen wir später. Was ist denn hier mit Tapete? Ah. Oh. Komm, machen wir so. Das passt doch. Das passt doch, oder? Ich dachte, es ist das gleiche. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, okay, die Lampen. Lampen hocken jetzt auf den Fenstern. Türen. Hier darf ich nicht vergessen. Oh. Wenn man sie jetzt hier nicht so, wenn man das alles nicht so sieht. Den Flur hier übrigens, den Todesflur, den lasse ich jetzt dunkel. Aber absichtlich. Nicht, dass ihr sagt hier, oh, kann man nicht durchgehen. Ist ja gar keine Lampe.
Ist Absicht. Nein! Ich habe von außen, glaube ich, die Tapete gesetzt. Das dürfte lustig aussehen. So, das Schlafzimmer. Wie sieht das aus? Nee. So leicht? Moment. Ja, probieren wir es mal damit. Das ist ja auch dieser Erdton, aber es geht ein bisschen mehr ins Rötliche. Hätte ich gern wegen der Betten so. Die Betten sind ja... sind ja rot. Nein! Jetzt habe ich es geändert. Schade. Ja, jetzt muss ich den ganzen Flur wieder ändern. Ich depp. So, Boden würde ich sagen, was? Ja, was ist das denn? Machen wir hier nicht lang rum? Aha. Ich finde, vom Preis her geht es doch noch, oder? Wir haben noch 8000 Ocken. Und ja, vielleicht können wir hier irgendwie, wenn wir mal Kohle haben, was erweitern. Ich meine, Platz haben wir noch. Oder hier, dass man hier so einen Gang noch zimmert. Ich schau mal. Ich würde sagen, einfach, ich lasse die Sims jetzt mal einziehen. Ja, geht mal rein, Jungs. So, also, ich habe hier... Ich kann die hier unten anscheinend anwählen. Er ist okay drauf. Hier hingehen, genau. Gacy, alter Kollege. Und Dama ist der einzige von sich. Tofu. Ja. Oh, Fibna. Ah, hier kann ich. Ah, oh, ah ja, ich sehe, wo wir noch Hand anlegen können. Ah, aufgrund seiner neuen Schelmfähigkeit kann Jeffrey jetzt andere Sims mit dem Handschocker reinlegen. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Also, ich lasse die mal. Ich lasse die Jungs mal in ihrer Sim-Sprache ein bisschen schnacken. Oh, und die mögen sich schon nicht. Sehr schön. Mit dieser Musik. Florid Plage. Und der wahrscheinlich dem Bild einer neu aufkeimenden Liebe, einer brüderlichen Liebe, möchte ich mich verabschieden von der ersten Folge Sims 4 hier bei Röpzilla. Einige haben wahrscheinlich das Spiel schon gespielt. Ihr könnt mir natürlich wie immer gerne Tipps in den Kommentaren hinterlassen. Und oh, das ist jemand beschämt. Und dann sehen wir mal, wie es mit der super coolen WG hier weitergeht und wie die Nachbarschaft meine drei Kollegen aufnimmt. Das ist ja irgendwo das Wichtigste. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.